Es sollte das Ding überhaupt werden, der absolute Masterplan. Ja, herzlich willkommen zu einem spannenden Projekt unserer Zeit. Mein Name ist Kertschmer, Thomas Kertschmer, und verantworte gemeinsam mit meinem Freund und Kollegen Patrick Reubeckert dieses fantastische Abenteuer. Wir planen da so ein Ding. Gibt eine schicke Provision. Scheiß auf die Provision hier. Lutsch dran. Wir möchten euch teilhaben lassen, einen Film zu unterstützen und zu begleiten, wie es ihn in den letzten Jahren nicht mehr gegeben hat. Dass wir bis Durchhaltevermögen und Rückgrat besitzen, haben wir mit unserer ersten Produktion Breakdown Forest, Akatal der Skorpione, denke ich, eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Zeit war geprägt von einer Fülle an wertvollen Erfahrungen, welche einem nur zuteil werden können, wenn man sich etwas traut. Einfach macht! Eine Übergabe, ein korrupter Politiker und vermeintlich viel Geld im Spiel. Sie bleiben hier, ich mach das allein. Aber was sie vergessen hatten, waren seine Kontakte zur Unterwelt. Winter. Soll sehr langer werden dieses Jahr. 15% wären für dich, wenn du uns hilfst. Was soll also noch schiefgehen? 80. Liebe Freunde, Avaritia ist ein Film, der eine Freigabe anstrebt, die es erlaubt, ein breites Publikum zu erreichen. Schon allein der Story wegen, die ist geil. Hallo Leute, mein Name ist Martin Semmelrogge. Also ich würde sagen, es ist ein Film, der echt an die Nerven geht, der aber auch unterhält. Es ist ein Actionfilm mit einer Assonanz zum schwarzen Humor, Thriller-Comedy, bisschen Verschwörung. Hallo, mein Name ist Patrick Reubeckert, ich bin der Regisseur und Autor von Avaritia. Avaritia kann man am besten als wilden, zynischen Genre-Mix bezeichnen. Er schlägt die Brücke aus klassischen Thriller-Elementen, gepaart mit einer Prise Humor und auch Action. Ich habe das Drehbuch unter Beratung von Dr. Joachim Böttcher geschrieben, der unter anderem auch im letzten Jahr einen Filmpreis bei den Cannes Film Awards für das beste europäische Drehbuch für ein Kinospielfilmprojekt erhielt. Avaritia erzählt die Geschichte eines jungen Autors namens Lennart Hoffmann, der gerade sein Erstlingswerk Der Phönix aus der roten Asche fertigstellen will. Dabei handelt es sich um einen Enthüllungsroman, der die Aktivitäten einer Terrorzelle, die aus den Überresten der alten RAF gegründet wurde, aufdecken soll. Lennart, unser Protagonist, ist ein eher spießiger Typ, der im Kindesalter sehr unter der Dominanz seiner Mutter Carla gelitten hat. Selbst heute lässt sie keine Situation aus, ihn zu denunzieren. Auch nicht vor seiner Freundin Jacqueline. Wir sind null. Ich glaube immer noch an den großen Erfolg. Nicht, dass ich ihm den nicht gönnen würde, nein, nein, aber... Es fehlt ihm einfach das gewisse Etwas. Meistens erniedrigt sie ihn wegen seiner Krankheit. Lennart hat Tagträume und eine Hypersensibilität und er lebt oft in seiner Gedankenwelt. Das wird mit der Zeit so schlimm, dass er Realität von Fiktion nicht mehr unterscheiden kann und dieser Zustand verschlimmert sich noch mehr, je mehr er sich dem Ende seines Buches nähert. Nach einem gemeinsamen Essen bei seiner Mutter Carla wacht Lennart unter mysteriösen Umständen gefangen und gefesselt in einem Keller auf und wird von einer mysteriösen Gruppe verhört, die sich Sektion 4 nennt. Genau diese Gruppe wird in Lennarts Buch behandelt. Der Anführer der Sektion, Janus Kreidel, beginnt unseren Protagonisten nun mit Fakten, später auch Beweisen zu konfrontieren, die eine andere Seite des eigentlich spießigen Autors zeigt. Laut der Sektion ist Lennart ein Kleinkrimineller, der einen wichtigen Gegenstand, einen Koffer der Sektion, entwendet haben soll und so deren Ziel, einen geplanten Anschlag auf den Bundestag, zum Erliegen brachte. Wäre er uncool, wenn rauskommen würde, dass Göttler als Sicherheitschef des Gipfels höchstpersönlich mit Terroristen kooperiert. Die einen nennen uns Terroristen, die anderen Helden. Die militante Gruppe bleibt beharrlich und von Lennarts Schuld überzeugt und die Beweise häufen sich, die selbst Lennart zum Zweifeln bringen, ob er wirklich der ist, der zu glauben scheint, oder nicht alles doch nur ein Tagtraum ist, aus dem es kein Entrinnen mehr gibt. In den Erzählungen der Sektion erfahren wir, was angeblich passiert sein soll. In ihrer Darstellung ist Lennart nämlich ein Gangster, der einen Tipp von einer Übergabe erhält. Er hat irgendwas erzählt von einer Übergabe an der alten Grube. Was Wertvolles. Was wirklich Wertvolles. Also, den Tipp habt ihr von mir. Entweder ich komme mit oder ihr drückt was ab. Kannst du schießen? Ich bin Call of Duty-Veteran. Reicht das? Im Glaube, es handle sich um Geld, startet er einen waghalsigen, mehr oder weniger erfolgreichen Überfall mit seinen Kumpels auf die Mitglieder der Sektion. Da vorne geht die Welt nicht ab! Will ich schon zuschauen? Mann, du! Wenn Sie schießen! Nee, aber nie! Seid ihr ein scheiß Politiker! Come on, Chuck Norris, Charles Bronson, Sie kennen doch irgendwas davon, oder? Oh ja!
Ein Mann sie droht. Okay, ihr wollt mich umbringen! Die Suche nach der Wahrheit beginnt und Lennart wird zunehmend von der Sektion zugesetzt, die mit immer drastischeren und brutaleren Methoden die Wahrheit aus ihm herauszuquetschen versucht. Währenddessen gibt es auch Reibereien innerhalb der Sektion, da das Vorhaben durch das Fehlen des Koffers in Gefahr schwebt. So ist zum Beispiel Göttler, der korrupte Sicherheitschef des Gipfeltreffens, der mit der Sektion 4 sympathisiert, wenig begeistert vom Versagen der Sektion, was zu Spannungen innerhalb der Terrorzelle führt. Leute, ihr begreift scheinbar nicht den Ernst der Lage, ja? Wenn auffällt, dass ich als Sicherheitschef des Gipfels mit der Sektion zusammenarbeite, dann war's das für mich. Dann ist hier Feierabend, okay? Bleib doch mal ruhig, wir haben auch noch das Paket. Heißt doch auf das verdammte Paket, Mann! Schickt ein paar Leute raus, die den Wachmann suchen und basta! Meine Fresse, man kann's auch echt unnötig kompliziert machen. Ehrlich. Ich will es natürlich nicht zu weit ausholen und zu viel verraten, aber das Ganze endet mit einem von Twists durchzogenen dritten Akt, mit einem Ende, was es so oder schon lange so nicht mehr gegeben hat. Ist alles nur ein Tagtraum, eine Verschwörung oder doch die Wahrheit? Das seht ihr dann, wenn der Film fertig ist. Ist doch cool, oder? Wir wollen jeden ansprechen, der Lust auf einen innovativen Genrefilm hat. Und wir haben das Glück, dass wir neben einer tollen Crew nicht nur bekannte Stars im Boot haben, wie Ralf Richter, Martin Semmelrogge, Claude-Oliver Rudolph, Uwe Fellensiek, Dietmar Wunder, Ronald Nitschke und viele weitere. Avaritia wird auch mit der ein oder anderen charmanten Special Appearance aufwarten, wie der bezaubernden Charmaine von Klepacki oder dem charismatischen 80-Euro-Waldi, bekannt aus Bares für Rares. Auch im Music Department wird sich kein geringerer verantwortlich zeigen für den Score als Musiklegende Christian Bruhn. Ich bin der Christian Bruhn und das ist mein Studio, wo ich arbeite. Und da seht ihr, wo die Musik zu Avaritia entstanden ist. Bei Avaritia war natürlich interessant, das war für mich teilweise ein interessantes Neuland, weil ich mit ganz anderen Instrumenten arbeiten konnte. Besonders haben mir natürlich Spaß gemacht, auch die einzelnen Synchronpunkte, die ich sorgfältig beachtet habe. Heutzutage machen wir mehr Flächen, machen mehr Effekte, machen mehr perkussive Sachen und geben weniger Wert auf eine durchlaufende Melodie, sondern eben auf die Stimmung der Bilder und der Dialoge, die von der Musik natürlich wie immer unterstützt werden, aber eben nicht mehr als Thema, als Melodie, sondern als Klangwolke, als Klangfläche. Das ist der große Unterschied. Luft schnappen. Zigarette. Zum Hinterausgang, ja? Aber schnell. Einen Film auf die Beine zu stellen, bedeutet unheimlich harte Arbeit. Bedarf es einer Menge hervorragender, zuverlässiger Leute, einem familiären Team im Kern, sowie finanzieller Mittel. Man baut keine Filme für 2,50 €. Wenn man bedenkt, dass eine bekannte Krimireihe aus den Öffentlich-Rechtlichen pro Folge circa plus minus 1,4 Millionen Euro verschlingt. In der Tat, wir kommen mit bedeutend weniger aus. Aber nichtsdestotrotz benötigen auch wir diese Papierscheine mit Gebäuden drauf, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Dieser Aufruf bezieht sich ausschließlich auf die sogenannte Postproduktion. Ich mach jetzt erstmal die Durchsage. Nö, heute bin ich dran. Wenn du so eine Durchsage machst, klingst du immer wie ein Weichei. Schon mal, hast du den Arsch offen? Jedes Mal machst du die Scheißdurchsage. Ich will auch mal. Ey Jungs, haben bald? Ey Jungs, haben bald? Wir versuchen mal auf diesem Wege neue Unterstützer, Investoren zu gewinnen, die Teil einer spannenden Filmproduktion sein möchten.
die nach unserem irdischen Dasein der Nachwelt erhalten bleibt. Daher bieten wir die tolle Möglichkeit, ab einem Investment von nur 50.000 Euro maximal 3 Leute als Co-Produzent einzusteigen, kreditiert und mit Beteiligung. Bitte ruft an, stellt eure Fragen. Wenn ihr uns unterstützt, dann bringen wir gemeinsam frischen Wind in die deutsche Unterhaltungsindustrie. Guter Unterhaltungsfilm für die ganze Familie, würde ich sagen. Herzlichen Dank für euer offenes Ohr. Avaricia.